Also ich würde sagen, dass in unseren ganzen Muskelverspannungen ein Teil unserer Lebensgeschichte steckt. Das heißt, dass wir uns irgendwann im Leben sehr hart machen mussten oder auch uns geschützt haben oder vielleicht zu viel tragen mussten. Das ist eine extreme Belastung für das gesamte System. Auch unbewusst könnte vielleicht auftauchen, ja, wenn ich nicht so angreifbar bin durch die Muskulatur. Das ist sehr wohl richtig, aber dann bleibt der weiche Kern auch eingesperrt und die harte Schale kann sich nicht auflösen. Was auf den ersten Blick so aussieht, als sei es schön oder ein gut trainierter Körper, ist bei näherer Betrachtung eine Anhäufung von gestressten Muskeln. Und dazu sage ich, harte Schale, weicher Kern. Ja, Wilhelm Reich hat diese Erkenntnis in seiner Arbeit erforscht als Psychoanalytiker, den Muskel- und Charakterpanzer. Und Gerda Boysen hat diese wertvolle Methode in ihrer Arbeit integriert. Das heißt, dass sie durch eine tiefe Muskeldrainage die Muskulatur wieder so in Bewegung gebracht hat, dass es zu einer regelrechten Entgiftungsfunktion kommt. In der biodynamischen Körperpsychotherapie ist es ganz wichtig, einfach auf die Haltung zu achten. Auf die Haltung mit einer gründlichen Körperanalyse. Schütze ich mich zu sehr? Habe ich vielleicht ein Hohlkreuz oder einen überblähten Brustkorb? Genau, das sind Anzeichen. Ich schaue darauf, wenn du verkürzt bist hier vorne, dann heißt es, dass der Gegenspieler am Rücken sehr stark überdehnt ist. Und genau an diesen Muskeln arbeiten wir. Dazu lade ich dich sehr gerne zu einem kleinen Experiment ein, sodass du dich ganz bequem einmal hinsetzt und vor deinem inneren Auge einfach einen Kieselstein dir vorstellst. Mit diesem Kieselstein gehst du nach innen, wirfst ihn auf den Grund zu deinen Schätzen, wo du deinen wirklichen Werten begegnen kannst. Und dann kannst du diese Gefühle, die du dafür brauchst, auch mit nach oben bringen. Diese Gefühle können natürlich dann auf einen Widerstand oder sogar auf Angst treffen. Und aber keine Bange, weil du lebst schon so lange in diesen Strukturen, dass du genau weißt, wie du diese Gefühle dosiert für dich verwenden kannst. Sodass du die Möglichkeit hast, mit zum Beispiel ja, Scham, Verlegenheit auch in einem geschützten Raum und Rahmen dem zu begegnen. Der wird in der biodynamischen Körperpsychotherapie sehr professionell aufgefangen und damit gearbeitet, sodass dein innerer Kern sich immer mehr befreien kann und auf deine äußere Hülle trifft und die umso strapazierfähiger wird. Also ist es ganz wichtig, dass du dabei erfährst, dass dir erstmal diese Anspannung bewusst ist und dass wir dann daraus eine Ausgewogenheit zwischen innen und außen herstellen, dass die innere Essenz, dass die wirklich nach oben kommen kann und sich in der äußeren Hülle stabilisiert. Also wenn du an dem Punkt angekommen bist, dann ist es sehr schön, du bist auch sehr weit, weil alles schon in Bewegung ist. Du kannst dann die Früchte ernten, die du bereits gesät hast. Deine Haltung wird größer. Die Kräfte kämpfen nicht mehr gegeneinander, sondern sie ergänzen sich sehr gut. Was ich allerdings dafür benötige, ist eine aktive Mithilfe und eine erkennbare Lust auf eine bleibende Haltungsveränderung. Ich denke, dass es in der heutigen Zeit immer mehr wird, dass wir uns unseren inneren Werten zuwenden, dass wir uns denen nicht verschließen, sondern dass wir ihnen begegnen. Und es reicht nicht aus, immer nur ins Fitnessstudio zu gehen und die Muskeln zu trainieren, sondern die wahre Kraft kommt einfach von innen. Und das ist auch, dass es meint mit harte Schale, weicher Kern.